Willkommen Reisende, wir befinden uns wieder zurück auf der Welt von Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir die Tempel erkunden können, zwei neue Charaktere bekommen und nun geben wir jetzt erstmal die gesammelten Sachen für die Statue ab und begeben uns dann erstmal in die Stadt, die Aufgaben beenden und neue annehmen. Wir haben sie geupdatet. Ah, cool. Drei weitere und noch eine Stufe höher. So. Wir steigen auch bald auf Stufe 8 auf. Jetzt teleportieren wir uns erst. Und zwar in die Stadt. Ja, können wir uns da nicht irgendwie hin teleportieren? Über den da, wa? Sodele, sodele. Oh, kleinen Moment bitte. So, nun kann es weitergehen. Jetzt geben wir die Aufgabe als erstes ab. Paimon can smell fisherman's toast. The aroma, a thick slice of topped with a generous serving of onion. Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order. It's on you, of course. It's so good hunter's fisherman's toast is. This might surprise you, but it's actually a class. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of good hunt? Why, Paima would love to be your personal taste. Don't you let me down. Auftrag abgeschlossen. Ja, ist klar. Jetzt können wir echt endlich diese ganzen Läden betreten. Wenn wir endlich geschafft haben, den hey, there's a lady over there waving to you. Umzubinden. Let's go and see what she wants. Welcome to the Adventurers Guild. You've had your eye on her, eh? Has oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for a great adventurer, when I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers. Paimon sees it too. Paimon always feels safe at nevertheless, to the adventurer, you must accumulate adventurer experience to increase your time is of the essence. Allow me to brief you on wait, are you saying we're like official? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee, or in short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. New basically, here is a new member's gift for you. So. Ach, können wir schon einsammeln. So, was gibt es als nächstes? Wie geht das eigentlich? Ach du. Aha. Mhm. Ja, gut. Das geht ja noch länger. Without further ado, please allow me to officially welcome. Here is your adventurer handbook. A new member coming aboard is a moment. It has a record of available and it is also proof of your membership. Mitgliedschaft. Oh, sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure, but that will come later. Opportunities to win recognition. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Ad Astra Abyssosk Adventurer. Genau. Alles, was sie sagt. Wir haben ein neues Symbol.
Mal gucken. Also, das ist das Abenteurerbuch. Opfer der Statue. Oh. Hüte des Flusses der Elemente verfügbar. Ja. Mit dem Gleiter in der Luft, sprich mit Ember. Ja, ich habe jetzt. Will jetzt erst die anderen Aufgaben annehmen. Die wäre 3 Teleportspunkte. Zum Glück mache ich das so im Vorbeilaufen. Das ist ja cool. 4 von 4. Können wir direkt. Jetzt oh, läuft aber ein neues Kapitel. Ah, cool. Ah, jetzt läuft aber ja, du aber richtig. Ist schon gemacht. Im Gange verstärke eine beliebige Waffe auf Stufe 10. Aha. Elektro-Stufe 8, du. Ja, ja. Ja, Stufe 36, das lassen wir mal lieber sein. Also eine Waffe verstärken. Aber warum? Ne, das war falsch. So eine Waffe verstärken. Geht das denn überhaupt schon? Verstärken. Fünfzehn Stufen. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Da kann man das auch wieder. Muss man jetzt echt gedrückt halten, oder wie? Da braucht man diese Sache. Also das ist nur. Arm. Nichts Besonderes, nichts Starkes dabei. Die anderen haben wir ausgerüstet. 8 Ränge. Das, warte mal, das ist nun. Welches Schwert ist denn das jetzt? Trails. Ah, blau. 3 Sterne. Echt jetzt? Ah, also man muss. Okay. Einmal 2. Oh, warte mal, hier Bücher. Lass mal. Ah, ne, wir hätten noch ein. Ah, wir haben hier noch ein besseres Buch für diese. Neuen Charakter, den wir bekommen haben. Die braucht, glaube ich, Zauberbücher. Machen wir einfach mal. So, 8 Stufen. Okay. Überhaupt nichts, ey. Von den Dingern. Brauchen wir denn jetzt? 6 Stück. Stärken. So. Stufe 10. Geht wahrscheinlich auch unendlich weit hoch. Ah, ja, das braucht keine Sau. 20 Stufen und dann gibt es Sterne. Ah. Es gab sogar ein bisschen Erfahrungspunkte. Und das haben wir fertig. So. Können wir das hier einsammeln? Neues Kapitel. Wir haben 10 Teleporter. Schmieden. Auch. Suche die Stadt. Beim Weingut. Es gibt noch eine. Oh Gott, ich habe immer alles da eingespendet eben. Ich kriege einen Ruinenwächter.
Das ist sau stark, das Ding. Mhm. Ja, wohl eher lieber nicht. Belohnung für Abenteuerstufe. Dann ist in der Nähe. Was ist das? Gedeih der Elemente, Blüte der Offenbarung. Teleportationspunkt. Ja, erstmal lieber jetzt erst noch hier in der Stadt die Aufgaben machen. Nicht, dass das jetzt hier. Sag mal. Was? Das Mädchen? Den einigen Mann. Wo ist denn jetzt diese Aufgabe hin? War doch eben eine Aufgabe. Da. Weltauftrag, okay. Hinter uns oben. Und dann nach links. Da. Da. Weltauftrag. Ich sehe den nicht. Ah, da ist er. Der Sichtbarkeit haben sie es aber sehr klein gemacht. Gut, da. So. Lässt sich, wie soll das denn? Ach so. Hat sich Notfallpläne gemacht. Alle labern sollen, das muss man jetzt selber lesen. Na, dann kann das auch weg. Ich werde das übernehmen. Unverzichtbare Chance, sprich mit Cyrus. Überprüfe den verdächtigen Ort und beseitige jegliche Gefahren. Ich kann hier V drücken bis zum Abwinken. Hier gar nichts. So. Verdächtigen Ort. Welche könnten das wohl sein? Oh. Das ist doch jetzt schon wieder. Mit dem Gleiter in die Luft. Anwendung des Gleiters sprechen. Das ist doch bestimmt hier irgendwo. Oh. Dann klettern wir einfach mal die Wand. Machen wir jetzt hier eins nach dem anderen. Erste in der Stadt und dann die außerhalb. Jetzt glitzert der Fußboden. Na? So wird der Weg angezeigt, wa? Das ist ja cool. Sehen wir jetzt aber zum ersten Mal. Ach, da steht sogar, man muss höher. Das ist ja cool. Ja, dann gehen wir halt noch höher. Ist doch bestimmt wieder. Das könnte hinkommen, oder? Ja, ja, da steht höher. Wie, dass wir den Gleiter schon bekommen haben. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? Flugschein. A gliding license? Oh, isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in... Oh, but we've been gliding for ages. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's... So, you can look. No way! The Knights of Favonius have. You need to pass an exam, and only then will the Knights of Favonius be an examiner to oversee. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what. An exam?
I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problem. But we do need to respect the rules. And here, take this gliding manual. No need to memorize it. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using it. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a look. Wow, that's a great. Come find me when you're done. I'll be at wing. Stimmt, so ein Parcours fliegen. That's a Favonius gliding manual. So schnell konnte ich auch nicht lesen. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, how can we reach the heavens? To which the animal god replied, you have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, we understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, what you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Hmm, that's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Auftrag, oder auch nicht. Hier ist es so in T wird. Zeit. So. Ja. 800, was um Gott. Da ganz hinten. Hauptsache hier hinten. Oh nö, wir gehen jetzt erstmal. Uns für die neue Abenteurerstufe Belohnung holen. Und zwar. Ja. Ad Astra Abyssosk. Ah ja, das verstehe ich keine Sau. Cool, zwei Stufen sogar. Geht zum Prüfungsort. Hier war doch aber Kaias Problem. Im Hauptquartier des Ritter. Das machen wir jetzt zuerst, weil guck mal, das ist hier in der Nähe. 140 Meter wieder in die Richtung. Der goldene Weg ist wieder da. Machen wir das halt als erstes. Guck mal, der will, dass ich da hochklettere. Ich klettere aber hier hoch. Ganz klare Sache. So. Dann bis zum Porto nur da lang. Da oben waren wir doch gerade eben.
Lieber erst, wie gesagt, die hier in der Stadt alle fertig machen. Weil nicht, dass wir dann zum Prüfungsort müssen und dann zurück in der Stadt. Haha, das ist noch eine Aufgabe im Prüfungsort. So. Hauptquartier. Es geschehen andere Dinge an anderen Orten. Sag bloß. This is bad. Such a hassle. Oh, thank the thousand winds. You're, if I may ask, envoy sent by the... Ew, cut it out. Ist jetzt nicht so, dass ich keine Zeit hätte. I cannot let my peers hear it. Please, let's talk in the courtyard. What's with the sneak? Piraten? Jetzt gibt's auch noch Piraten. Ich geh kaputt. Wie wo? 19 Meter. 14. Auch draußen vor der Tür. Sehr weit muss man dafür gehen. Was, wieso ist denn der jetzt? Ernsthaft. Da lässt sich's besser reden, oder was? This place will do. How should I begin? Oh, right. It's a secret of my past, and I confide in you. Meine Vergangenheit, ich gehe kaputt. As a matter of fact, my... Oh! Wait, why do you sound so blithe? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Yesterday, I was glancing through the... Treasure? According to his notes. Treasure! But the location of the ruins is currently unknown. Treasure! Paimon geht voll ab. Treasures that consist of nothing but gold and gem. My grandfather's treasure is a magic sword. Jetzt, wo wir unser mülliges Schwert aufgewertet haben. The sword was dropped from the moment he with the might. Ja, wo ist das Schwert? Los. Meaningless conflicts. My grandfather hid the magic sword. These incredibly thrilling adventure. Holy moly. A gang of treasure hoarders has been very, I'm afraid that they... We won't let it fall into the wrong hands. We, you just rest assured that we are here. Wow. Great. Please keep it a secret. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powered... Well, let's go to the adventure. The adventurers should know more about... Und jetzt? Erkundige... Also komm, rennt man raus, muss man wieder reinlaufen. Einfach hier direkt wieder die Wand hoch. Ganz klare Sache. Zack, Wand. Hoffentlich ist das Schwert besser als das, was wir haben. Sonst lohnt der Aufwand nicht. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir schon wieder hier waren. So, warum muss ich jetzt wieder rausgehen? Geht's so? Was? Geh zur Abenteurergilde und erkundige dich. Was ist so ein Henker? Was scheiß an? Falsche Gebäude oder was? Hey, Kido! Well. We're not here for some. We're looking for a. It's super mega uber powerful. It's fine as long as pipes. So, Cyrus, do you know where the Arcadian ruins? Thanks for your intel, anyway. Ja, wir werden bespitzelt. Kann ich von hinten abstechen. Still no clues. So, wo ist er hin? Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should. Was, man kann auch hochspringen?
fällt mir aber früh auf. Ich bin ja immer seelenruhig langsam hochgeklettert. Oh, you're back. Listen, we asked around the Adventures Guild. Ah, überall. Eine Person gefragt. Oh, I only mean that. What's the fun in finding, however? I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that... Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rule, we will be meeting the informant. Then what are we waiting here for? You have my thanks. Of course, you'll be compensated. Ooh! So, Schwarzmarkt, wo ist der jetzt schon wieder? Auftrag abgeschlossen. Da. 400 Meter. Was noch in der Stadt ist. Ist wahrscheinlich da, wo es so leuchtet, wa? So. Noch irgendwas in der Stadt? Das war jetzt hier wieder. Ruin. Das ja geht ja noch nicht. Flugschein. Das geht noch nicht. Was will ich mit dem Anemo-Siegeln? Ah, da unten. Das ist ja jetzt einfach. Direkt hier in der Stadt. Look, doesn't that shop look interesting? Let's see what they're selling. Welcome. What did I tell? Is there anything that catches your eye? No need. I forgot. I've been trying to make something a bit special recently. Do you have any animo sigils with you? It seems the more to the point. Any animal sigil? Den Götznamen 71. Figurenaufstieg. 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 Warum sind die alle andersfarbig? Warte, Feuer, Wasser, Luft, Erde oder so ein Scheiß, wa? Gottes Willen. Die hat hier einfach ein krasses Schwert rumliegen. Rohmaterial. Ja, ich kann das gegen Gold tauschen. Zur Aktivierung von Sternbildern. Was soll ich damit? Andenken Händler von Mondstadt zu erhalten. Echt jetzt? Warum soll man das dann hier kaufen? Ja, ich habe die Sphäre nicht entdeckt. Doch, los. Luxfeuer. Ich will ja nichts kaufen. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short. Absolutely. What could be... Okay, it's actually more complicated than that. But it's obviously the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot... But it's working. Do come again soon. And bring me lots and lots of animo sigils. Please also visit if you come across any weird... Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Ja, einfach abgeschlossen jetzt. Okay. Flugschein. Ja, der geht nicht. So, überprüfe den verdächtigen Ort. Oh, das. Oh, das passt sich. Da müssen wir sowieso hin. Haben wir da direkt zwei Aufgaben. Und zwar war das da. Richtigen Ort, ja, kann ich nicht aber drauf schießen.
Gott, der ist weggelaufen. Hat mich schon wieder angezündet. Ja, ich sollte vielleicht den S-Typ hier nehmen. Den habe ich aber gerade nicht ausgewählt. Ah. Cool, ich habe Busch kaputt gemacht. Ja, da muss ich jetzt erstmal den S-Typ hier auswählen. Ja, jo, da. 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 Wechseln. Oh, I'm looking forward to this. Ja, ja. Geil. Eingefroren und sich selbst umgebracht. Was ergibt Sinn? Ich auch noch ein bisschen Erz einsammeln. Wenn er nicht so rumhampeln beim Springen, also beim Schwertschlagen. Da ist die Frage. Also falsche Richtung. Findet man sich echt selber an. So. Ja, mit dem kann ich ja hier nicht hin, weil. So, Händler, Schwarzmarkt, muss ich. Muss ich die Aufgabe dafür wieder anmachen? Nein. Das war das. Ah, da hinten. 75 Meter. So. Wie weit war das? 350, 144. Okay, machen wir trotzdem erst das da oben. Lüster, weil was denn jetzt? Cool, bald tot. Why is this happening to me? Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable. It's nothing. She's a traveler. Traveler? Oh, so you're the... I didn't know people in our circle know how important the network is. Well, you... Lucky? But it's lucky... Listen well, then. The intel, 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue. 1... Right. There's also this map that came with it. Das für eine Karte. Could this be the experts? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? But, well, if you... I'll leave you the... Ja, kriegen wir die Karte jetzt oder wie los? 6-armed giants reside in the... What does that mean? So, drücke B, Inventar zu öffnen, nach Hinweisen zu den Gegner hast. Jetzt mal Auftragsreiter Hinweis. Hinweis.
Riesen. In der Stadt auf dem See wohnen 3 6-armige Riesen. 2 davon beschützen die Statue, einen Schatz der Götter. Schatzhinweis 1, ja. Stadt auf dem See. Was ist so ein Kakrizel? 3 6-armige Riesen. Die Statuen. 2 davon beschützen. Statue, eine den Schutz der Götter. Ah, ist irgendwo in der Stadt. Stadt, See. Eine Statue. Also 2 kleine werden hier sein. Ah, guck mal, da ist eine. Das ist nur eine Mauer. 1, 2, 3. Dann ist es genau da drunter. Machen wir die andere Aufgabe weiter. Oder ist sie jetzt nicht fertig? Worte, Glückschein, Rätsel Arcadia. Ist das Rätsel? Nee, jetzt. Das ist näher, also machen wir das. Und danach müssen wir schon Schluss machen für heute. So, da und ein Stück weiter oben. Gott, wie viel weiter oben ist? Ach, nee. Ob wir das schaffen? Schaffen wir es? Los. Schafft. So, haben die auch wieder Feuer oder? Welches Element haben die jetzt? Einfach Massenschlägerei hier. Was? Oh, auch schon wieder Feuer. This moment will be frozen in time. Freeze. So, diesmal springt er so beim Laufen. Ah, das war's schon. Hier. Ich. Was da ist. Dann hin. Gut, dass sie hoch springen können. So. Dahin. So. Dahin. Dann können wir uns zurück teleportieren wegen dem Rätsel in die Stadt. Ja, das schaffen wir noch. Die ersten beiden jetzt Feuer waren, wird der bestimmt auch Feuer sein. Direkt Fuß draufhauen und gut ist. Ja, ich habe ihn die Richtung gezeigt. Zubereiten. Oh, ich will jetzt nicht kochen. Ist bei dem kaputt. Da müssen wir wirken. Eis bei dem Flammenheini nicht. Oh Gott, wo ist er hin? Was zum Henker? Jo, was geht denn jetzt ab?
AG-Kenntnisse, das kann ich jetzt mal voll drauf verzichten. Ey, wieso geht ein Freeze jetzt nicht? Ja, stopp. Dan als erstes hier. Was haben wir? Fuck, der ist tot. Was zum... Ich muss jetzt erst den dämlichen Schutzschild darunter kloppen. Oh Gott. Muss er nehmen? Ja, nee. Wir zünden alles an. Jetzt ist er da. Aber nur diese Feuerbraut hier. No one escapes my sight. Feuer gegen Feuer hilft wohl eher weniger. Boah, hilft gar nicht. Go, go, Barret, Buddy. Was denn? Gott. Time to clean up. Ey, Scheiße, jetzt ist er wieder weg. Jetzt stirb doch endlich. Ah. Gottes Willen. Oh, ja, ja, ja. Das war ja heftig. Also, wir hier zu gern wissen, was ist das Blaue da? Und vor allen Dingen, wie belebe ich die anderen wieder? Fragen über Fragen. Aber auf jeden Fall haben wir die Aufgaben beide erledigt. Das ist auch schon mal gut. So. Gucken wir uns noch diesen Tornado an. Ah, okay, wo ist denn hier? Oh Gott, das ist bestimmt so eine voll schwere Aufgabe. Berühre die Stelle, Element. Leave it all to me. Alter, die bewegt sich ein bisschen langsam. So. Da ist ein Eisfatzke. Ein roter Eisfatzke. Da hinten ist noch ein Wassermann. Unter Strom. Ah, okay. Scheiße. Dann soll ich mal aus dem Wasser rausgehen. Leer. Okay. Oh, was nun jetzt hier? Wo kommt der jetzt her?
Jetzt will ich einfach scheißern. Gefroren. Oh, alle Elemente auf einmal. Ich gehe kaputt. Ich muss sie einzeln runterkloppen. Dann kann ich mir den großen vornehmen. Ja, nee, nicht ins Wasser. Oh, scheiße. Oh, zum Glück habe ich gerade den Schild aktiviert. Ja, doch, Schild aktiviert. Ich will doch den anderen da angreifen. Nein. Oh nee. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Töte ihn doch. I must leave no stone unturned. Was hier alles rumliegt. Wie soll ich den denn jetzt kaputt kriegen? Kriegt doch sein Schild nie runtergekloppt. Wo hat der die Schleime her? Was zum... Warum haken die Alte jetzt? Besiegt die Gegner alle. Ach so, nee. Besiege alle Gegner, hä? Muss ihn angreifen und nicht sein Schild. Und er dreht sich ganz schön gut schnell. Oh, gleich. Oh, jetzt. Mensch, ist Kinder. Oh. Sein Schild ist nämlich ganz schön schwer, das kann er kaum bewegen. Komm. Blödes Fluss ist der Elementar, um die Schätze der Herausforderung einzusammeln zu können. Dafür wird folgendes benötigt: ursprünglich Arzt 20. Oh Gott, habe ich das? Gott sei Dank. Ich muss mal alles einsammeln jetzt hier.
Weg. Oh. Nichts mehr rum. Dann noch ein paar Blumen. Noch mal einsammeln. Ach, eine Maske. Okay. So. Da oben ist ein Teleportpunkt. So, wo müssen wir hin die ganzen Aufgaben abgeben? Ach, das ist so ein Ding. Na gut, das machen wir nicht nochmal. Viel zu schwierig. So, die Aufgabe ist fertig. Wo müssen wir die andere abgeben? Flugschein. Ja, da war ja was. Da unten. Nicht mal. Gut. So. Jetzt mit dem Flugschein und dem Piratenschatz werden wir nächste Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts weiter verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.